Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Montag, den 22.01.2024. Guckt euch die Wochenenergie an. Wir haben da die absolute Bestätigung, dass wir jetzt im neuen Zeitalter sind. Finde ich schön, so eine Bestätigung zu kriegen. Und es wird eine schöne Woche. Gut. Aber jetzt kommen wir speziell zum Montag. Das ist so, ich würde es mal so sagen, der Startschuss. Heute ist die Grenze aufgegangen und jetzt kommen sie alle hinüber. So. Krankheit, ja genau, geht schon jetzt los. Lange Zeit. Neues Leben und Entscheidung. Okay, das ist ähnlich. Die Entscheidung war auch in der Wochenenergie. Ich glaube sogar, das neue Leben war in der Wochenenergie. Obwohl ich die wirklich, ich glaube, ich habe es schon mal vorgestellt, also einzeln in den Stapel reinmache. Also wirklich ganz unterschiedlich. Und ich mische nochmal. Das heißt, hier, wenn du lange Zeit eine Krankheit hattest, auch der Blödsinn hier, du entscheidest, ob du die im neuen Leben auch haben willst oder ob die jetzt heilt. Denn Heilenergien sind gerade jetzt ganz, ganz, ganz hoch. Und es ist nicht nur Krankheit. Das ist auch Krankheit, ich habe nie Geld. Krankheit, ich werde nicht geliebt oder ich finde keinen Mann. Ich komme immer an den Verkehrten. Bla, 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 bla. Krankheit, ich bekomme kein Kind oder wie auch immer. Also, alles, was krankt in deinem Leben. Und ich habe dir extra drüben geschrieben. Körper, Dinge, Leben. Alles kann krank sein. Das, was du schon lange Zeit hast. Hier, entscheide, ob du das mitnehmen willst. Schauen wir mal, welche Hilfe wir dazu bekommen. Offizielle Sachen. Krankheit, ja. Neue Leben ist aber spirituell. Ja, ich erkläre es dir gleich. lange Zeit, weiblicher Aspekt und Entscheidung unbekannt. Also, das heißt, diese Krankheit, wo immer sie her, also wo immer sie gelagert ist, körperlich, geistig, im Leben, bla bla bla, ist immer etwas, was du im Außen siehst, was offiziell ist. Es ist da. Das neue Leben ist aber sehr spirituell. Ist erst innen, dann außen. Das heißt, dein neues Leben ist die Entscheidung innen. Entscheide dich. Willst du weiter jammern oder willst du jetzt gesund werden? Bla bla bla. Habe ich alles schon gesagt. Hier ist der weibliche Aspekt. Lange Zeit. Das heißt hier, wir werden Aufschlüsse, wir werden viel erfahren, wenn wir wollen, warum es lange Zeit so war, viele neue Sichten bekommen. Wir bekommen hier aber auch einen Menschen, der uns auf irgendeine Art und Weise mit der Entscheidung hilft, durch Informationen, durch Zeigen, durch Geistesblitze, wo es vielleicht noch hakt oder warum das noch da ist. Schauen wir mal. Wir haben hier das Heim, wir haben die Bewegung und wir haben das gebrochene Herz und obendrauf haben wir schlaue Ideen. Und das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Wenn dein Leben hakt, auf welchen Gründen, auf welcher Weise auch immer, genau, dann kommen jetzt schlaue Ideen. Schauen wir mal, jetzt komplett rückwärts. Jetzt sieht man ja gar nichts, sehr hervorragend. Ja, das ist auch blöd. Jetzt. Jetzt kommen hier Bewegung in das ganze Feld und du erlebst eben, du erkennst, du kriegst gesagt, du kriegst schlaue Ideen. Warum war dieser Schmerz, den du im Außen gesehen hast? Und hier kommt eben entweder eine Person, die da wirklich hilfreich zur Seite steht oder eben irgendeine Weitsicht, die dir dann schlaue Ideen bringt. Das heißt unbekannt, das heißt, das kann auf allen möglichen Weisen passieren, dass dir das klar wird, warum es ist. Und wenn es dir mal klar ist, kannst du es natürlich abschaffen. Also, weil das neue Leben wird immer spiritueller. Da können wir, und alle die davon überhaupt nichts halten, Kopfstand machen oder mit den Ohren wackeln, vollkommen egal, das kommt, weil es einfach so ist, weil wir im Luftzeitalter sind. Und hier kommt unwahrscheinlich Bewegung rein und alles, was du, na, das mache ich nachher. Hier ist noch dein Heim, auch in dein Heim kommt Bewegung rein. Wir erkennen, was hat in der Familie nicht gepasst, was hat in der Zweisamkeit nicht gepasst, was hat
bei den Freundschaften nicht gepasst, wo krankt's? Also hier wird ganz schön viel aufgedeckt, auch Sachen, die geheim sind, die man nicht dir erzählt hat. Also keine Ahnung, deine Frau ist seit Monaten ganz komisch zu dir, du hast keine Ahnung warum und jetzt kommt drauf, dass sie seit Monaten mit irgendjemand anderem chattet oder was weiß ich was macht, ist bloß ein Beispiel, das wird aufgedeckt, das wird erkannt, weil eben Bewegung reinkommt und weil man erkennt, warum, und dann kannst du dich entscheiden, und das ist das, was das neue Zeitalter einfach macht, es deckt auf, dass du neue Entscheidungen treffen kannst. Alles, was nicht passt, wird aufgedeckt, um es neu anzusehen, zu berichtigen, zu glätten, aus dem Weg zu schaffen oder eine andere Entscheidung zu treffen, je nachdem. Das wird nicht von heute auf morgen passieren und das ist jetzt nicht nur diese Woche oder nicht nur am Montag, sondern das wird uns immer mehr und mehr und mehr begegnen. Das hört nämlich nicht mehr auf. Diese Bewegung hört nicht mehr auf, aber das Schöne ist, hier oben liegen schlaue Ideen. Das heißt, selbst wenn hier irgendwas rauskommt, kriegst du schlaue Ideen, es zu bereinigen, es zu beenden oder. Hier heißt nicht, dass irgendetwas Schluss gemacht wird. Also wenn jetzt du rauskriegst, dass deine Frau mit irgendjemand chattet seit Monaten und die deswegen so komisch ist, kann man ja immer noch drüber reden. Es kommt immer auf euch drauf an. Also dann passt es ja nicht. Und vielleicht ist dir deine Frau wichtig oder die Frau sagt, nee, ich will nicht, ich habe bloß so viel Spaß mit dem oder so. Schauen, warum. Also das muss nicht, das ist hier kein Schluss machen oder so. Das ist nur aufdecken, wo es hapert. Und in der Familie, in der Zweisamkeit, aber auch im Freundeskreis, ich bin mir ziemlich sicher, auch in der Arbeit und. Weil hier kommt grundsätzlich Bewegung rein, aber gleichzeitig schlaue Ideen, um es zu lösen. Gilt auch für alle Krankheiten und so weiter. Also du musst nichts mitschleppen. Du kriegst jetzt hier Antworten, warum hast du diese Krankheit, und dann kannst du natürlich auch lösen, warum hast du diese Schmerzen. Das kommt jetzt immer mehr ins Feld, dass du es eben die Chance hast, dich neu entscheiden zu können und es aufzuräumen. Das ist das Schöne vom Wassermann-Zeitalter, dass wir immer mehr Informationen kriegen. Wassermann-Zeitalter ist sehr, sehr, sehr informativ. Lauter neue Sachen werden erfunden und auch das gilt irgendwie. Neue Sachen werden erfunden, neue Ideen kommen. Und das gilt wie im Großen, der Tüftler, der daheim sitzt und eine Maschine baut. Das gilt aber auch für den ganz normalen Hans-Dieter und der Greta, die ein Problem haben. Auch die kriegen diese schlauen Ideen, aber halt für sich. Aber das ist das Wassermannszeitalter und das ist schön. Was jetzt begonnen hat, und das werden wir immer mehr begegnen, jetzt am Montag darfst du dich neu entscheiden, weil du eben siehst, was nicht passt. Gut, das war weltlich, jetzt machen wir mal energetisch und jetzt will ich mal hier in diese neue Energie reingucken. Also ich kriege die Energien, ich habe die Augen noch zu, ich kriege die Energien gerade wie Wetterleuchten, aber nicht statisch auf die Bilder, sondern die wirbeln ganz durcheinander. Okay, und sie wirbeln auch die Menschen durcheinander, aber eben, okay, das ist ganz was anderes, okay, Moment. Okay. Okay, also das Wetterleuchten, das war so Wirbel und unten gingen Menschen und die haben die Menschen durcheinander gewirbelt und ich dachte, das wären die Menschen, dann habe ich aber gesehen, dass die Menschen stehen bleiben und der Energiekörper, die Seele oder wie immer man das nennt, rausgewirbelt wurde und dadurch eine Information bekam, die gingen natürlich alle wieder rein. Das heißt, hier kommt eine Energie, die du eigentlich nicht mehr blocken kannst. Also nicht, die kommt jetzt und du fühlst, oh, hier ist irgendwas Neues, ach, das will ich nicht und blockst es, sondern da kommt eine Energie, die du zwar auch spürst, aber die direkt in dein Energiefeld kommt, die direkt in dein
Astralkörper, in deine Seele, wie auch immer du das nennen magst, vollkommen wurscht, in den Körper, den du nicht siehst, der rutscht das Stück raus, dann kommt die Energie rein und rutscht wieder rein. Der nimmt praktisch dein Energiekörper, nimmt diese Info auf, die in dieser Energie drin ist. Du kannst sie gar nicht mehr blocken, weil sie automatisch in dir kommt. Also normalerweise kannst du ja als Mensch Entscheidungen treffen und sagen, nee, das will ich nicht. Kannst du immer noch, aber die Energie kannst du nicht blocken. Die kommt. Und du wirst schlaue Ideen haben, natürlich auch über Sachen, wo du gar nicht drüber nachdenken willst. Und dann kannst du wieder entscheiden. Also die Entscheidung bleibt ja trotzdem. Aber du kriegst diese Infos, so oder so, die diese schlauen Ideen auslösen. Es kommt absolut Bewegung rein. Und das eigentlich in uns alle. Also nicht über Nacht eingespielt oder irgendwie als Nieselregen, wie ich es gesehen habe. Nein, es geht direkt in den Energiekörper, sage ich jetzt einfach mal, weil ich es nicht anders weiß. Und hier haben wir Körper, Geist und Seele, das All-Eins, dein Wurzelchakra, das ist das Chakra, wo deine Wünsche entstehen, deine Sakralchakra. Ich habe es im Sakralchakra drin, aber trotzdem All-Eins, weil da die Bedürfnisse von dir drin sind, von deiner Seele drin sind und alles will bedient werden. Und da kommt jetzt hier komplett alles in Bewegung. Und darum wird auch in dir das hier sichtbar werden müssen, da jetzt hier will, es will sich hier etwas manifestieren, es will hier etwas auf die Erde. Und das geht nur, wenn du deine Sperren noch hast, indem du deine Sperren auch erkennst. Sei es in einer Krankheit, wie auch immer sie sich zeigt. Schöne Energie macht es uns eigentlich leicht, uns, die dran arbeiten, macht es uns leicht. Weil wir auf einmal erkennen, ohne dass wir viel was machen müssen, andere Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, werden ein bisschen durcheinander sein. Also, weil sie auf einmal anfangen, was zu erkennen und sie wissen nicht, wo es herkommt. Das sind Gedanken, die sie vorher, vor einer Woche noch nicht hatten, weil die einfach aus ihr herauskommen, weil sie innerlich neue Erkenntnisse haben. Das wird dann erstmal verdaut. Das dauert ein bisschen. Aber das ist ganz gut so, weil es kommt raus. Was du magst, du entscheidest immer noch. Also der Mensch kann immer noch entscheiden, ob es wegdrückt oder nicht. Aber es wird sichtbar. Auch alle Schmerzthemen bei dir werden sichtbar. Und auch Schmerzthemen in Krankheiten und. Also alles, was nicht läuft, wie es laufen soll, kriegst du jetzt wirklich schlaue Ideen und Bewegung hinein und kannst dich neu entscheiden. Schöne Energie gefällt mir gut und macht alle, die spirituell arbeiten, ein bisschen leichter. Ja, bin ich gespannt drauf. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg
auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.